In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Wahr oder Falsch erklärt. Das Spiel wurde auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Wahr oder Falsch sollen die Studierenden lernen, begründete Entscheidungen zu treffen. Lehrende und Lernende sollen zudem Feedback geben und erhalten. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich Aussagen zum aktuellen Thema der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Wahr oder Falsch ist dem Genre Wissensspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform-Gruppenspiel durchgeführt. Die Studierenden benötigen lediglich Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens je 2 Beispiele mit wahren und falschen Aussagen vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb, Zufall und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine Aussage zum aktuellen Thema der Vorlesung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Alle Studierenden sollen nun die Bänke herunterklappen. Wer die Aussage für wahr hält, steht auf und wer die Aufgabe für falsch hält, bleibt sitzen. Wählen Sie stichprobenartig eine stehende Person aus, die Ihre Entscheidung begründen soll und danach eine sitzende Person auswählt, die Ihre Entscheidung ebenfalls begründet. Führen Sie eine zweite Proberunde mit einer neuen Aussage durch. Bilden Sie 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, je eine wahre und falsche Aussage zum Thema der Vorlesung zu notieren. Lassen Sie die Zettel einsammeln und an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand notieren. In der Spielphase lesen Sie eine Aussage der Studierenden vor und verfahren weiter wie in den beiden Proberunden. Lassen Sie bei wahren Aussagen die aufgestandenen Studierenden zählen und bei falschen Aussagen zählen Sie die sitzenden Studierenden. Die jeweilige Anzahl der Studierenden wird als Punktzahl in der Tabelle an der Tafel notiert und auch für die richtigen Begründungen können Punkte vergeben werden. Führen Sie mindestens 4 Spielrunden pro Gruppe durch und übertragen Sie verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel das Zählen der richtigen Antworten und den Punktestand notieren, an die Studierenden. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und sichern Sie die Zettel der Studierenden mit digitalen Medien zur Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen. Überlegen Sie, ob Sie auch ein anderes Spiel einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.